Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Moment mal eben. Ich habe heute irgendwie so einen Hustendrang, dass ich die ganze Zeit so einen Halskratzen habe. Ich hoffe nicht, dass ich gleich irgendwie sterben werde. So, herzlich willkommen zurück in der wunderschönen Höhle. Jetzt auch mit Höhlensoundmusik. Also Höhlenmusik. Musik zur Höhle, die passend ist. Was? Ich habe. Das ist ein bisschen. Ah Mann, es ist so dunkel. Und hier ist so viel Kohle. Und oh mein Gott, das ist ganz gut, dass wir jetzt hier Kohle gefunden haben. Wir haben schon ein bisschen Eisen gefunden in der letzten Folge, wo ich sagte, die geht nur 15 Minuten. Sie ging fast 32, glaube ich. Also, Zeitgefühl nicht vorhanden, würde ich sagen. Und ja, Kohle ist sehr geil. Kohle finden ist super, super, super. Und ich glaube. Wenn ich jetzt gleich. Ich habe die Welt, haben wir ja in der letzten Folge gesehen, habe ich ja erstmal friedlich gestellt, weil ganz ehrlich, ohne Rüstung hier jetzt in der Höhle, obwohl es nur auf leicht ist, so viele Creeper auf einmal, das ist mal richtig scheiße. Es waren, glaube ich, zwei Creeper, ein Skelett und die Skelette sind halt mal richtig assi. Wenn die da einen. Habt ihr ja gesehen, ich bin ja fast gestorben in der letzten Folge. So, Eisen ist schon mal sehr gut. Wo geht's jetzt hin am besten? Ich hänge gerade irgendwie fest. Wow, hier geht's noch voll runter. Ich glaube, wir haben den Jackpot. Und ich glaube, ich werde gleich wirklich mal das Eisen schmelzen, dass ich mir direkt Ausrüstung machen kann. Okay, hier ist Sackgasse. Ines hat ja immer, wenn Sackgasse ist, hat sie sich hier so eine Barriere gebaut, dass du da halt wirklich nicht mehr hin, also noch mal, nicht nochmal hinläufst. Eigentlich eine gute Idee, aber gut. Verwerfen wir das mal direkt. Das ist, ja, also Eisen ist gerade sehr, sehr gut. Wie viel haben wir schon? 22, da oben war es. Hallo? Hallo? Pilze? Sackgasse. Aber wieder Eisen am Ende. Und da vorne war auch noch was bei den Pilzen. Ich höre auch Wasser. Ich habe immer Angst. Ey Leute, ich schwöre es euch. Ich habe immer Angst. Das ist mir, glaube ich, einmal passiert, wenn man sowas abbaut und sich schön nach unten baut und dann einfach mal komplett abstürzt. Das ist mir einmal ist mir das passiert. Da habe ich nicht großes Interesse dran. Du baust dir so freudig deine Kohle ab, denkst, ach, guck mal, voll die riesen Kohleader. Und dann stürzt du bis zum Bedrock nach unten auf Lava. Ich höre stark Wasser. Und da, wo Wasser in Höhle ist, in Höhle, ich habe Deutsch verlernt, da, wo Wasser in Höhlen ist, ist meistens die Lava nicht weit. Und mich kotzt gerade. Hä? Wartet mal eben bitte. Ich habe hier irgendwie Tageslichtbeleuchtung gerade, mitten in der Nacht. Und es nervt mich gerade. An, aus, weil mein Nachbar nebenan, der hat die Rolle dann noch nicht runtergemacht. In der Küche zumindest nicht. Und wenn er das Licht anhat, ist es in meinem Arbeitszimmer taghell und es strahlt. Gott sei Dank nur auf die Wand und nicht auf den Monitor, weil dann wäre ich, glaube ich, drüben und klingeln, sage ich, macht das mal runter oder macht aus, weil ich sehe nichts. Okay. Und vorhin war die ganze Zeit das Licht im Hof an, das war auch gerade nicht so doll. Das hat mich auch komplett abgelenkt. So. Wir haben hier nochmal ein bisschen Eisen. Und ich werde jetzt gleich wirklich danach mal, einen Ofen machen, guck mal, wie viel Eisen wir jetzt zusammenkriegen. Dann machen wir uns mal eine Rüstung und dann kann ich die Monster wieder anmachen. Das ist ja kein Thema. Mir geht es halt nur darum, dass ich hier mit meinem Schal und meinem tollen Weihnachtspulli hier durch die Gegend laufe und einfach sterbe. Hier ist Sackgasse, okay. Gut, dann baue ich mir jetzt hier eben schnell den Ofen hin. Ups, ich habe ja die. Was hört sich gerade so ein bisschen an wie bei Ocarina of Time im Schattentempel? Finde ich zumindest, ne? Hä? Was war da gerade? Habe ich jetzt in den Ofen gecraftet? Den habe ich ja schon dreimal gemacht.
Ne, die braucht man noch. Dann nehme ich nämlich jetzt eben mal schnell hier die Kohle noch mit. Während wir auf das Eisen warten. Dann können wir uns nämlich schön noch eine Rüstung machen und dann mache ich die Monster wieder an. Ich hoffe, dass ich habe keinen Bock zu sterben, ne? Ich habe keinen Bock von irgendwelchen, wie geht's gerade halt, von Skeletten und noch ein Creeper direkt nebenan. Also das war jetzt nicht so cool. Ich gucke mich mal um, wo wir jetzt als nächstes hingehen könnten. Hier, da waren wir schon. Da waren wir auch schon, ne? Aber ich hatte, glaube ich, vorhin einen Weg. Oder so. Hier war die Sackgasse mit den Pilzen. Vielleicht sollte ich mir auch so Markierungen machen. Das ist gar nicht so verkehrt. So, da oben geht's wieder hoch. Ich glaube, da oben war noch... Da war noch ein Weg. Hier war Sackgasse, ne? Ja, das ist Sackgasse. Dann... Machen wir das zu. Von da kamen wir. Okay, hier geht's noch lang. Ich will jetzt eigentlich gar nicht hier rum, weil ich aufs Eisen warte. Ah, hier ist Sackgasse. Okay, dann... Warte mal. Ah! Praktisch! Nochmal drei. Schön, dass die Experienz hier immer schon auf uns zukommt, aber die Kohle nicht. So, ich hoffe, ich finde jetzt unseren Ofen wieder. Das wäre schlecht. Ja, ich habe ihn. Okay. Hallo. Ich glaube, mit 4 kommt er nicht mehr aus. So, ich mache mir jetzt erstes mal ein Schwert. Das ist eine Schere, ich wollte ein Schwert haben. Haben wir nämlich, wenn das Steinschwert nachher kaputt ist, haben wir das schon mal. Dann mache ich mir eine Axt. Der Rest brauchen wir ja eigentlich nicht wirklich. Ansonsten, doch eine Schaufel wäre vielleicht noch nicht schlecht. Aber die kann ich mir zur Not auch nochmal aus Stein machen. Mache ich jetzt auch mal eben schnell. Noch eine Steinschaufel. Dann könnte ich mir schon mal einen Helm machen. Und Schuhe. So, dann haben wir das. Jetzt sehe ich nachher wieder aus so einem Kühlschrank. Reicht das schon für ein... Nein! War doch so, ne? Ja, so war Helm und so war Hose. Hose, da fehlt noch einer. Und fürs Brusthemd fehlen uns eh noch alles. Okay. Na komm. So. Dann kann ich mir jetzt schon mal das, die Hose machen. So. Und gleich noch das T-Shirt und dann sind wir erstmal dabei. Das ist das doofe Steinschwert, ne? Aber ich mach's erstmal kaputt. Dann haben wir das nämlich aus der Fürst. Dauert. Vielleicht sollte ich mir einfach noch eine Axt machen. Eine Reserve-Axt. Hat man ja immer gerne, ne? So, dann bin ich aber eigentlich gut gerüstet für die Höhle. Also Ziel ist eigentlich jetzt erstmal schön Eisen zu farmen und Kohle vor allem. Alles andere ist mir jetzt erstmal relativ. Auch 8. 8 fürs Kettenhemd. Ja. Wenn wir Diamanten finden, wäre natürlich super nice. Redstone wäre auch super nice. Aber alles andere, pff,
Das fehlt ja auch nicht mehr viel. Smaragd, mit Smaragden kann man, glaube ich, noch gar nichts anstellen, außer als zur Dekoration irgendwo hinballern. Obsidian können wir uns selber machen. Wir brauchen Eisen. Eisen brauchen wir richtig, richtig, richtig viel. Vor allem, wenn ich mir irgendwann mal einen Golem machen möchte. Da brauchen wir. Oh, wir brauchen ja einen Kürbiskopf. Und ich glaube, sechs oder waren es sogar acht Eisenblöcke? Oder war da noch was anderes? Aber ich muss das Rezept nochmal suchen. Ich habe erst einmal einen Golem, glaube ich, gemacht. Aber ich hätte auf jeden Fall ganz gerne einen Golem. Vielleicht sogar zwei, drei, die einfach in der Welt ein bisschen rumlaufen. Das Problem ist nur, das haben wir ja bei Ines gesehen, dass die Golems, wenn die das Haus verlassen, rumlaufen und dann halt die ganze Map zerstören, ne? Das ist natürlich ein bisschen uncool, aber gut. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Er muss ja nicht direkt vor der Haustür rumlaufen. Es reicht ja, wenn er so ein bisschen in der Gegend rumläuft. Bei Creepern, glaube ich, ist das ein bisschen problematisch. Warum quietscht jetzt das Tier? Ich habe nämlich die Tür offen. So, ich glaube, kohlemäßig müsste das reichen. Ich könnte mir ja schon mal das Hemd machen. So, dann hätten wir das nämlich schon mal. Dann kann ich nämlich die Werkbank abbauen. So, da ist der Kühlschrank wieder. Ja, klar, wegen einem oder was? Ja, ist nicht schlimm, dann kann ich den Inventarplatz freihalten. Gut, dann geht's weiter in der Höhle. Ich mache mir jetzt auch hier mal wieder eine Markierung. So. Ich muss erstmal wieder hoch. Ach so. Da war ja was. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht in Massen auf uns zu. Das wäre nicht so schön. Wow. Das habe ich gar nicht gesehen. Gut, ich höre zwar was, aber ich sehe nichts. Dann kann ich ja eben schnell das Eisen mitnehmen. Okay. Aber wie fies war das denn jetzt? Hier ist wieder so ein. Ich finde diese Räumlichkeiten immer sehr faszinierend, dass man einfach so runde Räume in Höhlen findet. Ich finde das immer sehr lustig. Ich hatte mal, das war glaube ich auf dem Server oder so, wo war, ich weiß es nicht mehr, wo das war. Da hatten wir dann das hier in XXL gefunden. Aber ich war auch wirklich weit weg, also da dürfte noch nicht mal einer gewesen sein. Also auf dem Server jetzt. Und da sind wir ja einige gewesen. Und da war noch nichts abgebaut. Und auch keine Fackel, kein nichts. Das war hier mal richtig, richtig riesig und ziemlich weit unten auch. Ich kann Bock, mich jetzt zu verlaufen, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus. Ich höre ständig irgendwelche Viecher. Aber, oh, Mist. Ich sehe keine. Wenn man nichts sieht, ist das nicht so toll. Ich baue hier mal die Fackel wieder hin. Oh, Jackpot! Mega geil, aber ganz ehrlich, ich fühle mich noch ein wenig zu schwach. Das klingt zwar jetzt doof, aber ich will es noch nicht riskieren. Ich weiß nicht warum, ich bin da gerade ein bisschen schissig. Ich weiß nicht warum, ich möchte es gerade irgendwie nicht riskieren. Mega geil, hier zu sterben. Da geht's noch weiter mit der Mine. Boah, Leute, wie cool ist das bitte?
Wie cool ist es bitte? Erstmal die ganzen Schienen definitiv mitnehmen. Da ist eine Truhe. In. Wie zum Teufel hält das? Hä? Okay. Oh, geil! Na gut, die Samen, die, ganz ehrlich, die brauche ich nicht. Aber die Lore nehme ich mit. Wie? Hä? Wie hält das? Ich weiß nicht, warum ich hier immer ein bisschen in Höhlenschiss habe. Was die Monster angeht. Ich kann es euch nicht erklären. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen unsicher. Ich möchte es einfach nicht... Wie geil sieht das bitte hier aus? Wieder eine Kiste. Wow. Ich hänge im Spinnennetz, ne? Deswegen. Scheiße. Ich habe auf jeden Fall Redstone gefunden. Aber ich habe schon mein Inventar schon wieder so. Wie kann man die stacken? Scheiße. Truhe? Kürbiskerne. Kürbiskerne ist auch ganz gut, dann kann ich mich Kürbisse bauen. Was kann ich denn gleich wegschmeißen? Da ich jetzt nichts esse? Sonst schmeiße ich dann echt nur das Essen weg und lasse es erstmal auch friedlich. Ich habe in Höhlen, habe ich da immer so ein bisschen vor Angst. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen alleine. Vor allem sind so viele Creeper jetzt gewesen, ne? Das ist ein bisschen ätzend. Naja, ist egal. Ich lasse es erstmal. Ich habe mir, obwohl ich jetzt eine Rüstung habe, ich lasse es erstmal aus. Ich habe mich jetzt, wie gesagt. Nein! Ich bin voll. Was kann ich wegschmeißen? Das kann ich wegschmeißen. Ich muss mal irgendwo hin, wo ich mein Zeugs wegschmeißen kann. Aber ich schmeiße es einfach jetzt hier rein. Die Kürbiskerne. Ich habe ja Kürbis um die Ecke, also tschüss Kürbiskerne. Die behalte ich auf jeden Fall. Dann tschüss Eisenschaufel, du bist eh gleich kaputt. Die Knochen können weg, den Bogen mache ich erstmal weg. Die Lohnen würde ich ganz gerne behalten. Die Truhen. Ja, habe ich Holz gespart, aber ganz ehrlich, brauche ich die jetzt aktuell? Was ist das hier? Nochmal eine Eisenspitzhacke? Okay, das ist ziemlich cool. Brot. Andesit und Granit dürfen hier bleiben. Die Erde brauche ich, aber das kann ich stacken. So, das ganze Essen verfrachte ich mal hier rüber. Die Dinge auch. Die Erde packe ich hier hin. Das Essen kommt hier hin. Kohle, Kohle. Diamant, sehr geil, dass wir einen Diamanten gefunden haben. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plätze frei. Für Krams. Ja, okay. Vor allem, wie gesagt, Eisen und Kohle. Wichtig! Ich möchte ungern jetzt hier wieder rauslaufen, weil mein Inventar einfach voll ist. Ich bräuchte so eine Endertruhe, müsste ich mir mal machen. Dann kann ich nämlich die, glaube ich, einfach irgendwo hinsetzen. Und den ganzen Quatsch. Habt ihr das gesehen? Da hing das gute Spiel. Dann kann ich den ganzen Quatsch nämlich dann nach Hause teleportieren. Das war auf dem Server ziemlich cool. Inventar voll. Man portet sich zum Haus und dann macht man das Inventar leer. Und portet sich zurück. Oder man sagt eben Bescheid, ey, kannst du mir eben herkommen, dich zu mir teleportieren, und dann hat man eben schnell die Plätze getauscht. Das war immer ziemlich cool. So, das ist auch eine nice Sache. Gold.
Nehme ich gerne mit, obwohl es, glaube ich, nicht viel bringt. Gold ist eigentlich so eine Sache, die man nicht wirklich braucht. Wie viel Kohle haben wir denn? Ja, Kohle kann man eigentlich nie genug haben. Und da liegt auch ziemlich viel in der Overworld. Das liegt jetzt gerade echt ein bisschen schrecklich, muss ich sagen. Das mache ich mal eben vor. Huch. Wie viel haben wir jetzt? Aber wir sind voll. Okay, Kohle nehme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr mit. Es sei denn, ich finde nachher nichts anderes mehr. Ich hoffe, dass wir noch ziemlich viel in dieser Mine finden. Oh mein Gott. Richtig schön. Ich fühle mich gerade emotional berührt. Was? Wow. Eine richtig schöne. Es ist richtig cool, dass wir direkt auf eine Mine gestoßen sind. Das ist richtig, richtig geil. Und hier sind wieder Schienen, die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Es ist so weitläufig. Ach, Mist. Ach, Mist. Blöde Spinnennetze. Ich wollte, dass wir noch ein paar Kisten finden. Das wäre ziemlich cool. Ups. Eigentlich sind doch in solchen Höhlen auch immer, also Minen, auch mal diese Spinnen-Spawner, ne? Die immer von 30 Milliarden Spinnennetzen umgeben sind. Wie viel Eisenplatz habe ich noch? Da habe ich noch ein bisschen, dann kann ich das ja noch mitnehmen. Was ist cool? Oh, wie viel Kohle hier noch ist. Ah, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Hier ist auch noch ganz viel. Ich will jetzt nicht mehr so viel Kohle mitnehmen, weil ich will mich erstmal hier umgucken. Und sorry, dass ich die Monster ausgemacht habe. Ich weiß, ich widerspreche mich da jetzt mit der ersten Folge. Ja, auf jeden Fall Survival mit Monstern, aber ich habe da immer so ein bisschen Schiss. Wie wir ja jetzt vorhin am Höhleneingang schon gesehen haben. Also in der letzten Folge war das ja. War doch in der letzten Folge, ne? Ich weiß es nicht mehr. Für mich war es vorhin. Ich nehme ja wieder am Stück auf. Gott, ist das hier weitläufig. Okay, hier ist nichts. Schienen auf jeden Fall mitnehmen. Oh, hier ist Lava hinter. Da muss ich jetzt aufpassen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich in die Lava reinbuddel. Das wäre unser Tod. Ich guck trotzdem mal kurz rein, dass hier irgendwie Diamanten versteckt sind oder sowas. Boah, wisst ihr noch damals, als ich da so abgestürzt bin? In der ersten Staffel auch ziemlich, weit am Anfang noch, ich habe mich verlaufen. Als ich da so krass runtergefallen bin ins Wasser und mich dann da gerettet habe und dann war ich auch ganz, ganz komischer Tod, war doch dann. Kürbissamen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, ne? Gut, Kohle, aber es ist nicht schlimm, aus der Kohle mache ich gleich. Ja, komm, ich nehme die jetzt mit. Aus der Kohle mache ich mir jetzt noch Fackeln. Eine Lore, ich habe jetzt zwei, ich nehme jetzt nicht noch eine mit. Wenn nicht, können wir uns noch eine craften. Irgendwann mal.
So, Fackeln. Dann haben wir nämlich den Slot wieder frei. Ich überlege gerade die Truhen, ob ich die wegschmeißen soll. Eisen haben wir auch schon, das ist mittlerweile ziemlich gut. Aber gleich wird ein Stack frei, weil ich ja eine Spitzhacke kaputt habe. Das ist auch gut. Ich werde das Wasser hier, werde ich mal zumachen. Wenn ich denn. Okay. Perfekt. Na, nicht Schwert. Jetzt habe ich mir das Eisenschwert erstmal umsonst gemacht, ne? Aber gut. Hauptsache, wir haben es schon mal. Und wieder hoch. Wo geht's hier raus? Hilfe. Hier ist wieder nichts, aber hier oben. Nee, auch nicht. Okay, dann können wir wieder zurück. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wo zurück ist. Ich muss durchs Wasser, ne? Ich meine, ich muss durchs Wasser. Gut, oh. Oh, geil. Ich liebe es gerade. Also ich finde diese Karte bis jetzt ziemlich cool. Und ich habe kein Seed oder sonst irgendwas eingegeben. Einfach, Mann. Einfach nur random eine Welt erstellt. Und wir haben einen Slot frei bekommen. Ich komme, hier ist Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Ups. Hopp. Die Musik gerade ist echt krass. Ach, jetzt sind wir hier, wo diese ganze Erde ist. Okay. Das ist so cool. So schön, dass wir diese Map haben. Das ist ja nicht mal weit von zu Hause eigentlich weg. Hallo. Es ist ja nicht weit von zu Hause weg. Guck gerade nochmal, wie viele Slots ich jetzt frei habe. Vier. Ich könnte aber zur Not noch diese doofe Steinaxt weghauen. Dann hätte ich noch, weil ich überlege gerade noch ein bisschen Kohle mitzunehmen. Was zwei Stacks Kohle ist echt ein bisschen wenig, ne? Vor allem liegt hier so viel rum. Moment, ich sehe gerade auch nicht viel. Ihr seht noch weniger, ich weiß, aber bin hier schon wieder durch. Nehme jetzt doch die Kohle mit. Dass wir vielleicht mit drei Stacks Kohle nach Hause kommen. Dann haben wir nämlich erstmal kohlemäßig keine Sorgen. Diamanten wären noch ziemlich cool. Also mehr als einen. Den haben wir jetzt auch nur random in der Kiste gefunden. Vor allem durch die Kohle kann ich mich aufleveln. Das ist auch sehr cool. Und ich glaube, ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Ah. Ja, ich glaube, ich beende das an dieser Stelle mal. So viel zu, ich mache 20 Minuten Pause. Ich glaube, das geht schon fast 40 Minuten. Ich meine, gut für euch. Blöd für mich. Wegen den Daten, die ich ja hochladen muss. Das ist ein bisschen viel. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in dieser wunderschönen, ich finde sie wirklich sehr schön, Höhle. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!